Also bei mir ist es immer so, am Ende einer Saison mache ich immer eine Saisonanalyse, während der Saison meistens auch schon, Mitte der Saison, wo ich gucke, was haben wir in den Trainingsumfängen gemacht, wie viel Balltraining, wie viel Individualtraining, wie viel Athletiktraining, was haben wir an Reisezeit, wie viele Matches, um so ein bisschen so eine Übersicht zu bekommen und auch zu verstehen, ein bisschen, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert. Und mein großer Wunsch für diese Saison, die wir jetzt angefangen haben, war, dass wir es schaffen, uns da noch zu professionalisieren. Und mein Co-Trainer, der Manuel Hartmann, betreut das ganze System jetzt. Wir arbeiten jetzt mit einer kanadischen Firma zusammen, die sich Kindak nennt. Und wir protokollieren eigentlich im Endeffekt fast alles von den Spielerinnen. Also die Spielerinnen sollen am jeden Morgen geben sie an, wie sie sich fühlen. Das wird in 3-4 unterschiedlichen Parametern geben sie das an. Online, zu Hause. Das bedeutet, dass wenn die Spielerinnen quasi dann hier zum Training kommen, wissen wir schon, wie geht es ihnen muskulär, haben sie gut geschlafen, wie ist ihre allgemeine Laune, und können uns quasi schon im Training darauf reagieren, von der Belastungssteuerung, wie wir mit den Spielerinnen umgehen. Wir können auch dann schon mit ein bisschen Vorlaufzeit vor dem Training entscheiden, besonders am Morgentraining, ob eine Spielerin vielleicht an diesem Morgen nur Kraft regenerativ arbeitet oder ob sie dann noch ein bisschen mehr im individuellen Bereich arbeiten kann. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir eine gute Kontrolle über diese Belastungssteuerung haben, weil es im Endeffekt geht es darum, immer die Spielerin fürs Spiel topfit zu haben. Und das heißt, wir müssen da noch professioneller sein. Und ich denke, wir haben jetzt einen guten Schritt gemacht. Wir protokollieren auch unter anderem natürlich unsere Trainingsumfänge, was wir machen, unseren athletischen Teil, was wir da machen, Physiozeiten, um im Endeffekt ein globales Monitoring von jeder Spielerin zu haben, um zu sehen, am Ende einer Saison oder auch während einer Saison schon zu analysieren zu können, wie viel Krafttraining hat sie gemacht, wie viel Individualtraining hat sie gemacht, wie viel Komplextraining hat sie gemacht, wie viel Physiotherapie hat sie gemacht, um auch im Endeffekt zu verstehen, wenn Verletzungen passieren, woraus können Verletzungen resultieren. Haben wir extrem viel Probleme mit den Oberschenkeln, haben wir Probleme mit den Schultern, Knie, Hüfte, Füße etc. etc. Und das, glaube ich, kann man nur im Nachhinein gut analysieren, wenn man das vorher gut protokolliert hat. Und ich finde das eine sehr wichtige Sache. Wir sind da jetzt mittlerweile schon, haben uns da gut entwickelt, arbeiten da, glaube ich, schon sehr wissenschaftlich in dem Bereich. Und trotz alledem sind wir auch noch in der Entwicklungsphase damit. Aber ich glaube auch, die Athleten und unsere Spielerinnen, also unsere Spielerinnen, unsere Athleten, glaube ich, merken auch, dass wir uns sehr bewusst mit ihnen befassen. Und das geht nicht nur darum, was sie im technischen Bereich machen müssen oder was sie jetzt einfach nur im Krafttrainingsbereich machen müssen, sondern dass wir probieren auch viele Faktoren, die drumherum eine Rolle spielen, mit aufzugreifen, in dieses Gesamtkonzept mit reinzunehmen und dann, ich denke, ein harmonisches Trainingskonzept für sie zu erarbeiten. Das Wichtige ist ja wirklich, dass das eine Sache ist, die für die Spielerin ist, um individueller besser das Training abstimmen zu können. Es ist jetzt keine Sache zum Sanktionieren. Wenn eine Spielerin schlecht geschlafen hat, wird nicht davon ausgegangen, dass die abends in der Disco war. Genau, das ist das ganz Wichtige. Das Wichtigste war auch am Anfang für uns, dass wir ihnen gezeigt haben oder auch erklärt haben, dass es nicht um die Kontrolle geht, was sie machen, wie sie sich, ich sag mal, außerhalb der Halle verhalten, sondern es geht für uns einfach nur darum, dass wir das Training besser auf sie abstimmen können. Und dafür brauchen wir halt ein paar Informationen, auch schnell Informationen darüber, auch Informationen manchmal bevor sie in die Halle kommen, dass besonders auch ich oder auch Michael, unser Athletiktrainer, Vorlaufzeit haben, uns vorzubereiten auf die Situation, die uns jetzt erwartet. Ich denke, jeder macht das mit Sicherheit, dass er vor dem Training morgens normalerweise abfragt, wie geht's euch, habt ihr gut geschlafen, geht's euch gut, wie fühlt euch muskulär, aber dann geht das Training los. Das heißt, du musst in kürzester Zeit sofort darauf reagieren und dann ist immer die Frage, ob du dann wirklich schon die besten Entscheidungen triffst, ob du das beste Programm denn für die Spielerin in dem Moment so spontan erarbeitest.
Und durch dieses Programm haben wir jetzt die Möglichkeit, wirklich, dass die Spielerinnen morgens aufstehen, diese Daten eingeben und dann vergehen doch nochmal eine Stunde, meistens anderthalb Stunden, bis die Spielerinnen hier aufschlagen. Und das ist für uns schon wieder Zeit, wo wir uns darauf vorbereiten können und unsere Pläne quasi individuell auf die Spielerinnen anpassen können. Es war auch eine Erkenntnis bisher, dass bestimmte Bewertungen, die die Spielerinnen geben, nicht vergleichbar sind. Wenn es jetzt zum Beispiel heißt, wie hast du geschlafen, so eins gar nicht bis zehn super geschlafen, dann ist eine 8 von der einen Spielerin nicht gleichzusetzen mit einer 8 von der anderen Spielerin. Genau, ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine eigene Empfindung und auch die Bewertungskriterien, die wir dabei haben, interpretiert jeder ein bisschen für sich selber und deswegen braucht das halt auch immer ein bisschen Zeit, bis wir anfangen können, mit den Werten auch zu arbeiten, weil wir auch verstehen müssen, wie bewertet sich denn eine Spielerin? Sehen wir Spielerinnen, die sich jeden Tag, die sich nur zwischen 7 und 8 bewegen, sage ich jetzt mal, bei einer Skala von 0 bis 10? Gibt es Spielerinnen, die sich wirklich auch mal eine 4 geben und dann mal eine 10 geben, wo wir dann wirklich auch verstehen, wenn sie sich eine 4 gibt, geht es ihr wirklich nicht gut? Aber das ergibt sich dann aus der Zeit, wo man arbeitet, kriegt man auch ein Gefühl dafür, wenn eine Spielerin sich jetzt diese Note gibt, hat das und das, ist das die Schlussfolgerung für uns daraus. Und das funktioniert mittlerweile gut. Wir machen das jetzt schon seit 3-4 Monaten, arbeiten wir mit dem System. Und mittlerweile können wir, glaube ich, auch ganz gut erkennen und sagen, wie sich wer wirklich fühlt, wenn er sich die und die Bewertung selber gibt. Und ja, es ist, wie gesagt, eine gute Sache, eine tolle Sache auch. Und ich glaube, das steigert einfach im Gesamtbild einfach nochmal die Qualität von unserem Training und dementsprechend auch von unseren Spielen.